Gerhard Schramm, Fachsimpeleien über Schwule. Letzte Woche hatte ich am Stammtisch Krach mit dem Ludwig, aber schwer. Mir hat es von dem neuen Gesetz mit Schwule und schwule Lesbierinnen, dass sie jetzt amtlich mit Gesetz alles machen können, gerade so, wie sie es brauche. Und bevor die Ludwig kam, war es noch ganz friedlich. Wir haben ganz gemütlich über Schwule geschwätzt, wie man halt so über Schwule schwätzt am Stammtisch. Und wir waren gerade beim Patrick Lindner, wie der Ludwig kam, weil der Patrick Lindner, der ist auch schwul und bei dem ist ja eigentlich ein bisschen schade, ne? Weil der singt so schön. Und meine Frau hat früher auch immer gesagt, der Patrick Lindner, der wäre was für unser Helga. Also jedenfalls hatten wir es vom Lindner und da kam der Ludwig dazu. Jetzt muss man wissen, der Ludwig hat komische Ansichten. Der findet den Roland Koch sehr gut, aber er ist kein schlechter Mensch an sich, der Ludwig. Man darf halt nur nicht über Politik mit ihm sprechen, aber sonst geht's. Er wählt eigentlich Republikaner, aber beim Koch macht er immer Ausnahmen. Also wie gesagt, wir waren bei der Schwule und der Ludwig war gleich auf 100. Das wird alles nur schlimmer. Die vermehren sich erst, seit Rot-Grün regiert. Ihr rote Bandite seid schuld, hat er zu mir gesagt. Ich bin beim Ludwig einer von rote Bandite, weil ich in der SPD bin. Das wird erst wieder besser, wenn der Roland Koch Kanzler ist, dann sind sie gleich fort. Hat der sich aufgeregt. Und ich sag, Ludwig, die hat's doch früher auch schon gäbe. Aber es war nichts zu machen. Früher wäre es besser gewesen, sagt er. Wenn ein Deutscher Stolz im Leib hat, ist er auch nicht schwul. Wir waren 5 Männer am Stammtisch und alle haben gesagt, das ist Blödsinn, Ludwig. Aber die hat keine Ruhe gäbe. Und dann hab ich die Idee gehabt und hab gesagt, Ludwig, hast du eigentlich nicht gewusst, dass der Patrick Lindner in der NPD ist? Da hat er geguckt. Ich meine, das stimmt ja gar nicht. Aber ich wollte ihm halt Kontra geben, ne, das Ruhe ist. Aber da ging's erst richtig los. Das wäre unmöglich, hat er gesagt. Und das ging schon biologisch nicht. Und dann habe ich langsam Oberwasser gehabt und habe ihm nahegelegt, reg dich nicht auf, Ludwig. Das hat's bei eure Leute früher auch gegeben, euer SA-Chef, der Röhm. Das war doch auch so ein schwules Sack. Die haben doch die eigenen Leute erschossen. Dann ist noch schlimmer gewesen beim Ludwig. Geschichtsfälschung wäre das, mir wären das gewesen. Mir, die rote Bandite, die hätte alles verdreht. Deutsch und schwul, das geht nicht, da muss ich den Charakter entscheiden, hat er gebrüllt. Aber ich war dann schon richtig in Fahrt. Freilich war der schwul, der Röhm. Wer weiß, warum der Hitler hat er schießen lassen. Und dann habe ich dem Ludwig den Rest gegeben. Vielleicht hat er was gehabt mit ihm, mit dem Hitler. Oder der Hitler mit ihm. Der hat doch bei der Eva Braun auch keinen hochgekriegt. Und das hat gesessen. Die anderen haben sich schief gelacht. Und der Ludwig hat seinen Schoppe stehen lassen und ist heim. Und mir haben dann danach ganz normal weiter über Schwule diskutiert.